Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video hier von Bus Simulator 21. Das Spiel ist mittlerweile auch schon seit wirklich fast 5 Monaten draußen. Und endlich kann ich es auch spielen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich bin noch relativ fasziniert, dass man... Wait. Also ich bin jetzt hier einfach so reingeworfen worden, nachdem ich es gestartet habe, und scheinbar kann man nur eine Dame spielen, oder bin ich etwas verwirrt? Genau, oh. Man muss sogar Angel Shores spielen, bevor man Cecil Valley spielt. Interessant. Ich hatte sowieso erst Angel Shores angefangen, von daher gar nicht so verkehrt, gar nicht mal so schlimm. Aber man kann tatsächlich nur eine Dame bespielen. Ist halt die Frage, wahrscheinlich hat man immer dann dieselbe Dame. Ich würde es schon fast mehr oder weniger so belassen. Denke ich mal. Aber dann doch vielleicht hier in diese Richtung und weg von dem Hut, wo man nichts sieht. allerdings wollte ich auch... Nein, nicht Facial Hair, Hair Color, da. Welche Farbe nehmen wir denn mal? Okay, man kann das ja auch gefärbter Fahrer nehmen. Okay, cool, coole Sache. Dadurch merkt man allein auch schon, allein dadurch, dass man auch etwas bunteres Haar nehmen kann, merkt man schon, dass es halt doch schon ziemlich gut quasi auch so das Zeitalter und die Epoche und so, in der wir leben, mit einfängt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immer solche großen Auswahlmöglichkeiten, ne? Da beginnt es natürlich auch schon wieder. Da geht es dann schon los, dass man nicht wirklich weiß, was man machen möchte. Ah, nehmen wir. Ich wusste, ich habe was vergessen. Ich wollte eigentlich. Oh Gott. Ist das eine krasse Auswahl? Okay, das sollte natürlich auch schon irgendwie ein bisschen. Nicht allzu sehr mit dem Oberteil beißen. Oh, wow. Ach, mit dem Beanie meinte ich eigentlich, aber okay. Ah, okay, die Schuhe sind dann prinzipiell identisch. Ja. Tritäre Farbe. Die Designer unter euch, die werden sich wahrscheinlich auch denken, was macht der jetzt hier für einen Scheiß? Der ist doch schon... Das ist halt ein bisschen... Würde ich sagen, kann man noch machen, oder? Haben wir schon mal den Charakter, genau. Multiplayer gibt es natürlich auch und so weiter und so fort. Oftmal gibt es auch es gibt zumindest ein Overall-Level. Vielleicht wird es auch noch mal ein regionsspezifisches Level geben. Aber nichtsdestotrotz, ich bin mal ganz kurz Heizung ausmachen, ansonsten rauscht ihr uns noch hier die Ohren voll. Ich muss ja auch zugeben, ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher, was jetzt so die ganzen, also klar, so die größte Neuerung, neues Setting hier, was wir auch im Background gerade sehen. Was? Pick your active. Achso, oh. Das geht wahrscheinlich erst, wenn man dann. Ah, okay. I see. Dann würde ich sagen, machen wir ein neues Game. Mit Angel Shores. Genau, was ich noch mich erinnere, klar, hier amerikanisches Setting, es gibt Elektrobusse und so weiter, es gibt es gibt eine komplett freie Welt, die man komplett frei laufen kann. Kodierung belastet. I doubt that, aber okay. Vor allem, weil die
die Grafikkarte null überlastet ist. Vielleicht ein bisschen warm, aber das war's. Genau, Angel Shores. Wir nehmen Angel Shores, was? Hallo, kann man das auch wieder? In Angel Shores, you can live the American dream. Build your empire from one bus up to everybody's first choice of transport. Be it the and entrepreneurs of Pesunia, the industrials of Oris Harbor and Timberridge, or families on their way to Arnold Park. Everybody must get somewhere. Remember to be the best bus driver you can be. You should always follow these traffic rules. Most traffic lights are positioned on the opposite side of the junction. Wie es halt so in Amerika ist. If you're driving up to a red light, you're always allowed to turn right. Alles klar, also wie prinzipiell komplett in ATS. Rechts abbiegen beim roten Licht ist erlaubt. Und ja gut, ne? Fußgänger haben Vorrang. Und was ich auch noch weiß, ist, dass in Seaside Valley es auch das Story-DLC, das Mission-Pack-DLC, hieß es ja, glaube ich, dass es das dort auch mit inbehalten quasi kostenlos so gesehen gibt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ich weiß gerade, genau, es gibt eine freie Welt, man hat, glaube ich, ein Depot, man hat einen Händler und so weiter, und was noch viel krasser ist, es gibt zum einen Busse, die halt, wie heißt der Begriff nochmal, ich habe jetzt fällt mir gar nicht ein, barrierefrei ist, also es gibt Busse, die barrierefreier sind als andere. Ich glaube, es gibt sogar Busse, die gar nicht Rollstuhlfahrer zulassen. Das muss man halt bei der Busauswahl auch bedenken. Und so weiter und so fort. Also es ist deutlich umfangreicher als zuvor. Aber genug gequatscht. Wir wollen alle in-game. Ach du heilige Scheiße. Interessant. Es gibt verschiedene Modi. Stage Ripper, Play to Relax, Simplified Driving, all convenience features are on. Ich würde sagen, was? Restricted Real. Das Commissioner Grow Your Simplified Driving. Ja, ich würde dann schon eher Realistic Driving Some Convenience Features nehmen. Hardcore ist natürlich auch nice. Dass es verschiedene Modis gibt, ist cool. Sandbox-Modus disabled, würde ich sagen. Ja gut. Gott. Was nehmen wir denn da? Oder, Moment, wir machen es einfach mal so. Oder, nee, Moment. Wir sind Seidenspinne Incorporated. Ist ja zumindest ein amerikanisches Setting. Sandbox Mode würde ich sagen disabled. Ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau, was er macht. Ich bin mir noch unsicher. Ich werde zwischenzeitlich nochmal das Spiel auf Deutsch ändern. Wir starten natürlich mit dem Tutorial und so weiter und so fort. Das macht für mich halt absolut null Sinn mit einem i9 11900K Prozessor und einer RTX 2080 Ti, 3080 Ti, dass das hier so weird ist. Das ist ja alles andere als smooth. Wait a second, wir machen mal spaßeshalber V-Sync ein. Ich wollte es gerade jinxen und sagen, das ist auch gar nicht mal so. Hi, I'm Mira. It's so nice to meet you. I'm here to help you set up your transport business. I'm really excited to get started on this project. All right, first things first. As a bus company, we need a bus. And the great thing is, you get to choose it. Take a look at these three buses.
Eventuell muss ich auch, Gottes Willen. Nochmal. Ey, das ist halt unspielbar so, ne? Ich glaube, ich muss da nochmal ein bisschen was rumfixen. Gut, wir haben die Möglichkeit zwischen dem Mercedes-Benz Citaro K, den haben wir ja schon vom Vorteil, Vordings kennen. Mit einer Motorleistung von 220 Kilowatt, 26 Sitzplätze, 60 Stehplätze. Okay, der kann aber eine Menge rein. Haben wir den MAN Line City M A47 mit weniger Leistung und weniger Sitz- und Stehmöglichkeiten. Oh Gott. Was sind ungefähr 80 mit? Dann haben wir noch den Setra S416 LE Business. Ich würde sagen, wir nehmen den. Oh Gott. Ich mache einfach mal erstmal das Tutorial in Laggy durch. Ist dann halt wie es ist. Ja, also, ja. Codierung ist dauerhaft überlastet. Ich weiß nicht warum. Es macht absolut 0,0 Sinn. Okay, ich verstehe, ich hätte einfach nochmal überprüfen sollen, ob ich es übernommen habe oder nicht. Denn ich habe den gedacht, höher eingestellt zu haben. Oh, es gibt sogar... Das ist ja geil. Dann kann ich auch direkt mal wieder die Einstellungen... auf sehr hoch ballern. Nochmal kurz gegenchecken, ob es auch wirklich so ist, aber ich meine, das war so. Ja, sehr hoch, wunderbar. Aber schön, dass die Einstellungen im Grunde genommen gleich geblieben sind. Moment, wo waren nochmal? Hier war Blinker und so weiter und so fort, genau. Also den Sitz vielleicht irgendwann auch nochmal ändern. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt einfach vor dem Hof fahren soll, denn wollen wir ja kaufen. Ich habe ein Achievement unlocked, das weiß ich aber gerade nicht mehr, was es war. Da geht es aus dem Hof hinaus. Was haben wir da? Ein ATM vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Aber die Welt ist auf alle Fälle deutlich interaktiver als zuvor. Es gibt auch solche Barrieren, wie wir gerade sehen. Jetzt kann man das Spiel auch wieder wirklich genießen. Okay, der Wendekreis. Hallo? Okay, ich muss die Einstellung nochmal ändern, damit ich ein bisschen mehr Kontrolle habe, wobei, prinzipiell macht das ja so Sinn. Ja, ich möchte den Bus kaufen. Wir haben 110.000, glaube ich. This bus marks the beginning of Angel Shore's new public transport system. Time for our maiden voyage. The GPS will show you the way to the first stop. Dann fahren wir zu der ersten hervorgegebenen Bushaltestelle. Das wollte ich nicht. Ich weiß, ich... Ja, so konnte ich gucken. Ach stimmt, und die KI ist deutlich besser. Oh, als zuvor. Oh Gott. Ich sag ja, ich muss es nochmal ändern. Also die KI selbst, so die Person und so weiter, ist deutlich besser als zuvor. Und wir sehen jetzt unten links den Fahrplan. Heißt, wann wir dort sein sollen und so weiter und so fort. Das ist ja auch eine coole Sache. Wir haben auch WLAN hier in dem Setra. Ja. Was ich auch interessant finde, ist offenbar in den... wir sind außer Fahrplan mäßig. Heißt, wir sind zu langsam oder wie oder wo oder was? Oder ist es kein außer Fahrplan mäßig, vielleicht weil es ein Tutorial ist, kann natürlich auch sein. Gibt es denn eine... danke. Ich wollte gucken, ob es eine Karte gibt.
Hier haben wir einen Blitzer. Ich fahre 22 Meilen, ich weiß gar nicht, wie schnell ich fahren soll. Und die Bushaltestelle ist da hinten, alles klar. Ach, ich habe ja auch hier vorne noch ein Dings. Ich schätze mal, ich darf 30 Miles per Hour fahren. Würde ich jetzt mal einfach so vermuten. 30, ja, würde ich sagen, 30 Miles per Hour ist ja so ein bisschen. The first stop is coming up already. You see the markings? They show you the perfect parking position. Oh, and remember to use the indicator. Danke, an den Indikator habe ich nämlich fast nicht dran gedacht. Vergiss nicht die Absenkung, okay? Welcome everyone to our maiden voyage. This is gute Halteposition, perfektes Timing, toll abgesenkt. Taken part in a maiden voyage. See, our passengers are almost as excited as I am. Make sure all passengers have boarded the bus. Close the doors and we're good to go. Better indicate that you're leaving the stop room. Es ist auch so schön hier mit dem Parking aus und mit den ganzen Schildern. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit, bis wir los müssen. Gibt es denn hier nicht? Okay, wahrscheinlich, weil wir noch im Tutorial sind, gibt es vielleicht noch nicht. Oder wir lernen es noch. Ah, Kartenmenü. Wenn du auf einen Blick auf die Karte wirst, achte darauf, dass der Bus sicher steht. Okay. Heißt, wir haben hier die Karte. Da gucken wir uns dann danach nochmal um. Denn wir haben nur noch 10 Sekunden, bis wir weiter müssen. Und weiter geht's. Man muss dazu sagen, das ist jetzt auch das erste wirkliche. You know how to handle stops. Now our schedule comes into play. A timer shows you the remaining time to the next stop. As a reliable transit company, we'd better be on time. Genau, das haben wir uns ja auch schon gedacht. Schon der Polizei vorbei. Da haben wir gesehen, die ist gerade gerannt, weil ich hier zu schnell gefahren bin. Ich wollte irgendwas sagen, jetzt habe ich wieder vergessen, was der Trimmer das nochmal erklärt hat. Genau, es ist jetzt, genau, es ist die erste wirkliche Aufnahme, von einem Spiel, was nicht Minecraft ist. Da habe ich nämlich schon zwei prinzipielle Testaufnahmen gemacht. Mit der ersten war ich nicht zufrieden, also habe ich nochmal eine zweite gerade eben gemacht. Oh Gott. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Von daher ist es halt so, ne, hat man, ne, ihr wart gerade quasi live dabei, wie ich gemerkt habe, wie es einstellen muss. Vergessen zu blinken. Gute alte Position, perfektes Timing. Okay, ich bin zu weit hinten. Better ask him to step inside. Ja. Barmin. Haben wir sie hier vorne? Ach, verlasse das Cockpit, okay. Wer denn? Das ist nur die Dame. Aber ich kann nur die Tür schließen. Das ist. Oder? Na, da warst du gerade. Da. Also. Aber auch interessant, dass die Entwickler sich dachten, okay, wobei bei Tramsim irgendwas ist es ja auch so, dass sie hier die Masken und so weiter mit reingepatcht haben. Wenn wir jetzt hier drin sind, läuft die Zeit weiter oder nicht? Aber wir haben jetzt hier die einzelnen Gebiete. Wir haben auch die Level von den einzelnen Gebieten. Das ist natürlich auch interessant. Hier haben wir, glaube ich, den Zop, schätze ich mal, werden wir noch irgendwann freischalten. Aber die Karte ist auch schon relativ groß. Ist auch, würde ich sagen, für Erweiterungen prävisioniert. Wir können Zeit vorspulen, eine Route erstellen und eine Route wählen. Interessant. Und noch andere Dinge und die Zeit läuft weiter. Gut zu wissen. When I first came here, I didn't know about the right on red rule. Just so you know, you can turn right at junctions, even if the traffic light is red. Some states have allowed this for over 50 years now. Isn't that fascinating?
Wir wurden gerade links überholt und es wurde durch die Leute durchgefahren. Hallo? Interessant. Aber jetzt irgendwie nicht rechts geblinkt. Ich dachte, ich hätte rechts geblinkt. Ich muss mich auf jeden Fall wieder ein bisschen so dran gewöhnen ans Gameplay. Alles klar. Wir haben natürlich auch einen Cockpit-Knopf, den haben wir hier. Dann machen wir die Absenkung und dann öffnen wir die Türen. Auch cool, dass alles so interaktiv. Ja, da geht er gerade an Bord. Okay, ein bisschen Klang hier, aber okay. Hi Ash, it's good to see you. Thanks for joining us today. Having a public transport system in our city will make getting around a whole lot easier for me. That's great to hear. Enjoy the ride. So, dann geht es wieder weiter. Dann Rampe noch einfahren, natürlich auch wieder die Senkung rausnehmen. I actually moved here for this project. Audrey and I are really liking it here, especially the beach promenade. Bisschen weird, dass der nächste Halt quasi angekündigt wird in Deutsch, aber okay. Aber es wird noch sehr interessant, genau, was mir jetzt auch gerade wieder einfällt, wo wir gerade hier langfahren. Wenn ich mich recht entsinne, war es sogar so, dass man die Leute, also die eigenen Fahrer auch per Uhrzeit und per Demand, also je nachdem wie die Nachfrage ist, dass man da die Leute halt auch einsetzt. As a bus driver, you'll also be selling the tickets. Let's give it a try at the next stop. Jetzt geht der Spaß los mit den Tickets. Perfekte alte Position, perfektes Timing, toll abgesenkt. Kann man auch mehr als nur toll absenken? So, aber ich glaube, das Ticketsystem wird auch interessant. Bus-LED? I'd like to buy a ticket, please. Hey Jackie, how are you? Hi Mira, I'm great. Thanks for inviting me today. Eine normale Fahrkarte, eine Tageskarte und ein Stück. Okay, es ist interessant. Man sieht natürlich auch jetzt, wobei das haben wir ja auch vorher schon gesehen. Also im Prinzip ist es genauso wie im Vorgängerteil. Moment, Fahrkarte. Ah, Bus-LED. Ah, Benutzer definiert letzte alte Stelle der Standardtext. Ich verstehe. Coole Sache, dass man es auch einstellen. Dass man das einstellen kann und wahrscheinlich auch einstellen muss. Wobei es ergibt natürlich auch Sinn. Was haben wir denn da gerade stehen? Außer Betrieb. Ja, das passt ja prinzipiell. Sind wir ja auch. Ich warte natürlich auch, wenn wir jetzt im Tutorial sind und es wahrscheinlich nicht relevant ist, warte ich jetzt einfach mal die Sekunden noch, bis es weitergeht. Aber ist natürlich klar, weil wir in einer, also wir sind in einer frei begehbaren Open World. Von daher ist das natürlich noch viel relevanter als im Vorgänger. Everything is going to plan. The next stop is already the last one. Man quasi eine Buszielanzeige auch manuell einstellen kann und auch sollte. Was wir natürlich auch machen werden. Ich werde es auf alle Fälle so machen, dass ich erstmal Angel Shores quasi storymäßig durchspiele. Wie denn das Endziel ist, weiß ich selber noch nicht ganz.
Thank you all for riding with us. Hope to see you again soon. Ash will need the ramp again to get off the bus. Werden wir dann sehen, was so dann das Endziel ist. Bye. Bye, Ash. Nice seeing you. That was an amazing maiden voyage. Now with all the passengers off, the official part of the maiden voyage is done. You really did great. Just deliver the bus to the depot. That's where it's stored. You can also get yourself a coffee there too. Oh, man kann so. Oh, das ist eine geile Sache. Ich weiß allerdings, also ach ja, schon eine geile Sache. Ja, schon nice. Auch gut, dass ich jetzt hinbekommen habe, dass es flüssig läuft. Aber genau, wir werden erstmal Angel Shores durchspielen und was vielleicht auch fortsetzen und irgendwann dann auch mit Seaside Valley hier in Buslimatte 21 dann auch quasi von neu beginnen. Durchgespielt habe ich es ja prinzipiell ohne quasi die erweiterte Storyline. Und dann werden wir uns quasi bis zur neuen Storyline halt hinarbeiten. Aber erstmal haben wir ja hier jede Menge zu tun, jede Menge geile Sachen zu erleben und so weiter und so fort. Das ist schon eine coole Sache. Drive slowly to one of the doors. One of the doors ist ja auch gut. Wir können ja scheinbar nur die erste nehmen. Zumindest im Tutorial. Now park the bus and we're done. Great. Verwirrend. Eins war scheinbar nicht mehr drin. So. Zündung auf aus. Vordere Tür öffnen. My team and I will help you establish an awesome transport network to connect the whole city of Angel Shores. Ooh, nice bus. Sorry, I haven't introduced myself. I'm Steve, head of your bus depots. Once they're parked, me and my team take good care of your buses. You can leave the parking to Steve. That was a good first day. See you tomorrow. All right. Yeah, 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 okay. Welcome to Angel Shores, Achievement Unlocked. Bereit für unser nächstes Abenteuer? Ich habe schon unsere erste Route eingerichtet. Jetzt? Die Einwohner von Angel Shores sind gespannt auf unseren neuen Bus. Faszinierend, dass es jetzt auf Deutsch ist. Da ist er. Du kannst jederzeit übernehmen. Crazy. Dass er einfach so rausfährt, wo rausgefahren wird. Das ist schon cool. Nur ich auch so eine Mütze haben. Sprich mit dem Fahrer und übernimm das Steuer. Aber erstmal möchte ich mich hier so ein bisschen mit der Karte aus angucken. Okay, bei der Einsteigung fahren Sie auf einer vorbereiteten Route. Steige in den Bus ein, interagiere mit dem Fahrer, um sich zu benehmen. Warte auf Mira, um in den Bus zu steigen. Fahre Route 1. Kartenroute haben wir hier. Wir haben halt durch die Garage, das Journal, Unternehmenseinstellungen und Statistiken. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind noch im erweiterten Tutorial. Aber ist nur so ein Feeling. Wir sind auch wieder bei Null. Das heißt, wir fangen im wahrsten Sinne des Wortes bei Null an. Wir haben eine Hauptmission. Es gibt Umgebungsmissionen. Wie geil ist das denn bitte? Dann haben wir oben das Hauptziel. Ja. Ich will aber nochmal kurz hier hinten gucken.
Was man denn hier so machen kann, ist wohl kein ATM, wie ich vorher dachte. Da haben wir also die Busse, die wir haben. Haben wir davon zwei oder bin ich einfach nur verwirrt? Warum ist denn klein und zwei und Setra? Achso, okay, ich verstehe. Genau. Wartung, Gehälter, Anschaffung 100.000 gekostet und so weiter. Deswegen sind wir auch bei 0. Ah, wir können hier einfach den Bus wählen. Ich verstehe. Ja, ich würde sagen, oh, ist aber auch schön hier. Ich würde sagen, das war schon ein lang genuges Video mit dem Tutorial und mit den ganzen technischen Problemen. Ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Video dann, was wahrscheinlich am Freitag kommt, machen wir dann die erste Hauptmission. Und in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und bis zum nächsten Video.